Servus zu Kick the Coach. Heute haben wir die FIFA Torschuss Deluxe Challenge. Für die Trainer tritt Frithjof an, der in der U15 Trainer ist, und für die Spieler tritt Luis Riedmüller an, der bereits als Jungjahrgang in der U15 BOL spielt. Die Regeln sind ganz einfach. Wir spielen Best of Three, das heißt, wer zuerst zwei Sätze gewonnen hat, der gewinnt die Challenge. Und pro Satz hat jeder drei Versuche, um so viele Kartons wie möglich umzuschießen. Wer mehr Kartons umschießt, der gewinnt die Challenge. Viel Spaß beim Zuschauen. Ja, Luis, fang an, erster Versuch. Oh, direkt der erste Reihe, 7 umgehauen. Zweiter Versuch. Und nochmal 6, macht 13. Oh! Oh! Was? Oh! Was? Woher? Macht 6, 6 und 7 macht 19. 5 und 7 macht 12 und nochmal 7 macht 19, Ausgleich. So, Luis, da es unentschieden steht, 19-19, ein Schuss, wer mehr umhaut, gewinnt. 7. So, Frithjof, 7 gilt zu toppen, viel Erfolg. Ha. 1-0, erster Satz geht an den Trainer. Also, zweiter Satz, 1-0 für dich, Frithjof. Erster Ball, viel Erfolg. 7 und 6. Oh, und nur 2. Macht 15. Sorry, zweiter Satz. 15 Punkte gilt zu toppen. Solltest du hinbekommen. Viel Erfolg. Ja, das sind 7. Und das sind 6, sind 13. Jawohl, und 6 macht 19. Scheiße! 1-1. Okay, Ridi, 1-1. Entscheidender Satz. Erster Versuch. 6. 7. Macht 13. Dritter Schuss. Ja! Ich hab noch nicht gewonnen, der Schrei ist nicht auf. Nein! 13. So, Frithjof. Entscheidender Satz. Das sind 12 mit dem ersten. Und nochmal 5. Und 2. Jawohl! Danke fürs coole Match. Dafür spielt er beim nächsten Spiel in der Startaufstellung. Das war die FIFA Torschuss Deluxe Challenge. Frithjof schlägt Ridi 2-1 und jagt den Gutschein auf eine neue Rekordhöhe. 350 Euro nächstes Wochenende. Gut gespielt. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. Ridi, gut gespielt. Beim nächsten Mal, Ridi, Trainer steckt Spieler, keine Überraschung. In dem Sinne. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder. Ciao.